Ja, hallo liebe Magic-Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Magic the Gathering Arena. Arena, Arena. Ja, eine neue Deckvorstellung wird hier vorgenommen. Ich zeige euch mein neues Deck. Habe ich entwickelt aus Frust meines, sagen wir mal, Kriegerdeckes war es ja. Kriegerdeck hat ja nicht so gut funktioniert. Ich schau mal was. Kurz historisches Event. Ah, okay. Ich habe nämlich noch was anderes im Kopf, was ich euch gerne zeigen wollen würde. Also heute natürlich erstmal mein Artefaktendeck. Und danach könnt ihr mal entscheiden und wenn vielleicht in die Kommentare, wenn es jemanden interessiert, möchte ich gerne ein Brawl-Deck vorstellen. Ich habe Lust, mir ein Brawl-Deck zu basteln. Ich habe schon eins vorgefertigt, ein Menschen. Ritter-Menschen-Brawl-Deck, das hätte ich, was ich euch zeigen könnte. Oder ich dachte mir, vielleicht auch ganz cool, ich wandle das Krieger-Deck um in ein Brawl-Deck. Habe ich schon eine Idee? Ja, könnt ihr mal schreiben in die Kommentare vielleicht, was euch lieber gefällt. Wenn nicht, dann entscheide ich natürlich, was ich gerne machen würde. Aber andere Sache. Mein neues Artefaktendeck. Es gefällt mir gut. Krieger hat mir auch gut gefallen. Hab halt nicht gewonnen. Jetzt habe ich mal mein Ugin-Ahti-Deck gebastelt. Wie viele Karten habe ich? Würdet ihr fragen? 70. Ich habe ein paar Karten dazu genommen. Um was geht es? Artefaktendeck. Alles im Standardformat. Warte mal, jetzt wollte ich mal das umstellen, sodass man es besser sehen kann. Alles im Standardformat. Und ich zeige euch mal, warum ist das jetzt auf Commander hier umgestellt? Naja, egal. Ich zeige euch mal, was Sinn der Sache ist. Und zwar Artefakte mit Weiß als Farbe. Weiß habe ich wirklich nur sehr wenig. Ich habe etwas Removal in Weiß und Verstärkung. Sinn ist eigentlich, einige Kreaturen zu bekommen und diese mit dem verlassenen Monument zu verstärken. Plus 2, plus 2. Du kriegst noch mehr Mana, mehr farbloses Mana mit dem Monument und hältst 2 Lebenspunkte pro Artefakt, was du ausspielst. Also sehr gut, da hatte ich 2 sowieso schon und den Ugin hatte ich auch. Und da dachte ich mir, baue ich mir da herum ein Artefaktendeck. Eigentlich hatte ich nur 60 Karten. Frag mich mal, warum ich jetzt wieder so viele habe. Ich habe etwas Removal auch gefunden. Wollte ich noch haben in dem Deck. Gut, Ugin ist schon der größte Removaler, würde man sagen. Oft haben die Leute, ich habe es jetzt ja wieder 3, 4 Mal gespielt. In der Regel gehen die Spieler etwas länger mit dem Deck. Und mit Ugin habe ich schon oftmals gewonnen. Dann haben die Gegner aufgegeben, einfach so. Weil Ugin kann halt alles vernichten. Ist so ein Massenremoval. Klar, kennt ihn ja. Nur die Artefakte bleiben. Was halt sehr fein ist. Ich habe natürlich viele so Artefaktenländer in Anführungsstrichen mit drinnen. Genau, das sind so die beiden zentralen Karten. Plus alles, was glänzt, um reinzuhauen, ne? Am Anfang habe ich halt die Kreaturen, die mir so ein bisschen Luft verschaffen. Hinterher sind wir, denke ich mal, ziemlich gut. So im Mittelgame sind wir ganz gut. Und hier, um mir so ein bisschen Luft zu verschaffen, habe ich halt den Lebkuchen und die Schlange drin. Schlange auch ganz gut mit Trampel und alles, was zählt. Kartendraw habe ich hier mit dem Zauberbuch. Ja, sonst nichts Besonderes halt eigentlich. Seht ihr hier. Ah ja, was ich noch reingenommen habe. Um den mal auszubringen, ist Lurrus, um die kleinen Kreaturen wiederzubeleben aus meinem Friedhof. Weil wir ja nicht so viel Card Draw haben, dachte ich mir, Lurrus ist vielleicht ganz gut. Spielt man ihn aus und dann kann man natürlich die Schlange oder den Lebkuchen kann man sich wiederholen oder auch alles, was glänzt. Deswegen habe ich jetzt mal reingeholt zum Testen. Was noch sehr gut funktioniert, diese Combo, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber die müsst ihr mal im Hinterkopf behalten. Das mannigfaltige Konstrukt, so rum ist richtig. Das mannigfaltige Konstrukt hatte ich ein, zweimal drin. Hab's jetzt viermal reingenommen, weil ich es ziemlich geil finde. Und zwar, es kommt ja mit 4-4 ins Spiel. Wenn der Gegner viel Removal hat, was er häufig in Rot hat, kann er es zerstören, aber du bekommst dafür
je nach Stärke des Konstrukts Minimum 4 1-1 Artefakte. Was ja wieder cool ist mit alles, was zählt. Je mehr Artefakte, desto besser. Aber nicht nur das. Du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel das Monument draußen hast, ne, dann hat das Konstrukt 4, 5, wie viel? 2, 2 oder 3, 3. Da hat es 6, 6. Dann kriegst du 6 Konstrukte. A, 3, 3. Das ist für mich ziemlich cool. Und ihr fragt ihr, aber wie kann ich selbst zerstören, wenn ich es gerne machen würde? Das habe ich selbst erfahren. Ich muss einfach alles, was glänzt, drauf sprechen. Und dann wird es zerstört und du hast halt deine kleinen Konstrukte. Ja, okay, das ist es eigentlich schon. Nicht so viel. Aber wir schauen mal. Jetzt spielen wir natürlich gleich. Ich bin ja schon scharf drauf, mal zu spielen. Spielen wir im Standard. Genau, im Standard können wir schwarze oder rote Zaubersprüche, da kriegen wir kein Gold. Naja, aber ein paar XPs. Im Standard, schauen wir mal. Viel schlechter als das letzte Deck mit den Kriegern kann es ja nicht laufen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Bin gespannt, ob es sich ein bisschen bewähren kann. Magic Arena 16 gegen Magic Arena. Aha, okay. Gut, schauen wir mal. Das sieht ja fast aus wie... Ja, Gegner zuerst. Gut, wir haben mit drei... Wir haben den Sarg. Ja, okay, passt eigentlich. Jetzt das... Die Kariba... Wie heißt das? Kabira-Jagd. Habe ich auch mal mit reingenommen. Was war das denn hier? So ein Mythic-Land. Die habe ich auch mal mit reingenommen, weil es eigentlich auch ein ganz cooler Removal ist. Finde ich. Weil ich habe ja in der Regel relativ viele Kreaturen draußen. Ne? Und dann... Mit dem Ruben, da kannst du halt jemanden einen Schadenspunkt geben, je nachdem, wie viele Kreaturen du hast. Jetzt wären es 0 Schadenspunkte. Dann habe ich den gläsernen Sarg noch drin. Der ist halt auch einfach, um ein bisschen Luft zu bekommen. Bis wir ein bisschen was ausspielen können. Jetzt fehlt halt ein Land. Oh nein, jetzt kommt schon der Drache. Ich weiß gar nicht, was er kann. Also... Er kann nicht angreifen, es sei denn, du kontrollierst 4 oder mehr Artefakte. Zu Beginn eines Endzuges erzeugst du für jeden nicht durch. Du gestorben bist ein Schatzspielstein. Er kann nicht angreifen, aber er kann blocken. Okay. Wie viel kostet 3? Ah, perfekt für meinen Sarg. Du wärst gesagt. Kann ich das noch ausspielen? Ah, nee, geht nicht. Okay. Jetzt kriegen wir noch als dritte Land. Und hereinspaziert in den Sarg. Was ist denn da drin eigentlich? Kleines Kätzchen oder so ein weißer Wolf? Okay, jetzt ist ein Drache drin. Drache, Drache, Drache. Fühlt sich bestimmt wohl in dem Sarg. Hexenofen. Alles klar, mein Lieber. Ich merke schon, wie es hier läuft. Können wir das Mana eigentlich gleich benutzen? Ich brauche mehr Mana. Gib mir Mana. Ja, das war's. Nicht vernichten. Ja, Rot ist halt eine Kackefarbe. Ist halt eine Kackfarbe. Ja, ich hasse Rot. Ja, das Labyrinth habe ich auch ganz gut schätzen gelernt. Du kannst ja die... Aber es ist ein bisschen teuer, weil das Artefakt... das Land zählt halt nicht mit. Du brauchst 4 plus das Land. Das macht 5. Ist ziemlich krass. Der Stichler, unzerstörbar. Nehmen wir unser Monument. Ist klar. Also, wie war das nochmal? Er kämpft gegen eine andere Kreatur. Entsprechend viele Schadenspunkte. Und immer wenn der Fähigkeit Schaden zufügt, fügt er einem gegen deine Wahl. Ja, das ist halt nicht so nice. Ist halt nicht so nice. Vier Schadenspunkte oder was? Boah, ist ja krass. Eieiei. Ach, der kann das auch auf eigene Kreatur machen. Ist ganz cool. Ist ganz cool. Wir bräuchten jetzt jemanden mit Eile. Oder mal unser Konstrukt. Er fügt mir jetzt immer 4 Schadenspunkte zu.
Oh, das ist schon gewaltig, aber jetzt will ich das alles, was zählt, noch nicht so offenbaren. Deswegen mache ich das erstmal so. Alles, was zählt, kommt der nächsten Runde, falls unsere Kreatur überlebt. Dann haut die rein. Dann haut die sowas von rein. Mit den Artefakten. Müsst ihr mal vorstellen, wie viel das der fucking kristalline Riese dann bekommt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oh. 5, 5 plus. Und ich krieg immer meine Lebenspunkte. Nein, 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 nein. Wenn die, bis zum Ende des Zuges die Kontrolle. Ah. Ach cool, er hat nur 4-4. Sehr geil. Aber er kriegt dann Lebenspunkte, ne? Kriegt er jetzt die Lebenspunkte? Das wäre geil. Er kriegt die Lebenspunkte. Nice, nice, nice. Schön gemacht. Und der Opfer, die. Nein, mit dem Hexenofen kann er ihn opfern. Ah, so ein Mist. Ah, nein. Meine Güte, das läuft ja überhaupt nicht. Ah ja, schon die besten Karten. Schon wieder. Ärgerlich. Ich brauche irgendjemand mit Eile, wäre halt geil. Mal sehen. Also ich mache jetzt einfach, jetzt zeige ich euch das mal mit dem Konstrukt. Nee, ganz normal. Und das werde ich jetzt vernichten. Ja, was ist denn jetzt? Hast du ein Counterspell oder was? Aber vorher will ich mal versuchen, ob ich vielleicht noch vielleicht verstärken kann. Oder wird er dann mit Ausrüstung, wird er dann vernichtet? Mir egal, dann wird er halt mit der Ausrichtung vernichtet. Nee, auch nicht. Sehr gut. Jetzt guckt, 7 Stück. Oh, 7 Stück. Das sind 21 Schaden auf dem Board. Ja, danke schön. Mach mal hier, ja, vielen Dank. Du bist hier, danke, danke. Das ist das einzige Highlight jetzt. Oh, eine 1-1-Kreatur, wie putzig. Oh, eine 1-1-Kreatur, wie putzig. Was bekommt er eigentlich, wenn er die opfert? Einen Spielstelle. Nee, verstehe nicht, warum er angreift. Hat er irgendwas zur Verstärkung vielleicht? Ich muss schon blocken. I don't know, if er. Der hat bestimmt irgendwas auf der Hand. Letzte Karte oder wie? Na gut. Ja, nicht so Massenremove. Aha. Ah, was mache ich jetzt? Jetzt haut's rein, jetzt gibt's Dresche hier. Jetzt gibt's Dresche. Nur mit dem einen. Oh. Mist, wenn der Stichler jetzt. Kann er den Stichler aktivieren? Nee. Kriegt dann 14 Schadenspunkte durch den Stichler.
Ich glaube ja. Aber nächste Runde. Und er kriegt 14 Lebenspunkte. Nee, Quatsch. Erst wenn er mal, wenn er ihn klaut, dann verhält er nämlich. Oh, zu kompliziert. Mal schauen. Sieht er jetzt nicht schlecht aus, aber dieser Stichler nervt mich. Und er hier, kann er schon angreifen? Kann nicht angreifen. Alles klar, kann nicht angreifen. Er kriegt nur ein Land. Und er gibt auf. Das war gut, das gefällt mir. Aber er hätte jetzt eigentlich nicht aufgeben brauchen, wenn er jetzt gekämpft hätte. Ah, nee, ich hätte ihn ja unzer. Ich hätte ihn ja zu. Ah, ein bisschen kompliziert. Ich hätte ja mit meinem Schattenspeer hätte ich den Stichler ja zerstörbar machen können. Was ich nicht gemacht habe. Ja. Habe jetzt ein bisschen blöd gespielt, aber trotzdem gewonnen. Ja, das fängt aber schon ganz gut an mit dem Deck. Ich würde sagen, schauen wir mal, ob es nur Zufall war. Eine zweite Partie muss her. Auf geht's. Standard Uging Arti. Also ihr seht, gar nicht so schlecht. Gleich im ersten Spiel ist meine Taktik mit dem Konstrukt aufgegangen und so. Ja, mein Deck hat ja eigentlich jetzt alles gezeigt, was es so konnte. Außer Ugin war halt nicht da. Ugin hätte das Spiel natürlich auch gewonnen. Denke ich mir mal. Du zuerst. Okay, sieht ganz cool aus. Sieht ganz cool aus. So. Enklave kommt nicht getappt ins Spiel? Nein. Sehr gut. Also, ihr lacht vielleicht, aber mein Lebkuchen hat auch schon so manches Spiel gewonnen. Gerade mit alles, was zählt. Ne? Es auch nicht ganz so ohne. So, passt. Zweiten Zug gleich meine Schlange, um ein bisschen Druck zu machen. Und dann hoffentlich kriegen wir ein bisschen Land. Ich weiß auch nicht, warum ich überhaupt kein Land bekommen habe. Oh nein. Jetzt sind wir natürlich hinten jetzt ein bisschen ohne Land. Habe ich so wenig Länder? Ich habe 70 Karten. Ich glaube, ich habe immer so durchschnittlich 25 Länder. Oh, der ist natürlich ekelhaft. Ja, ohne Länder läuft es halt nicht. Mist. Das weiß ich auch nicht, was ich machen. Der hat Schutz vor Schwarzblut. Ja, die lasse ich jetzt als Blocker. Als Doppelblocker. Bekommt er eigentlich noch Schadenspunkte, wenn ich jetzt so einen Doppelblock habe? Ja, och Land. Jetzt verhöhnt er mich auch noch. Nein. Ja, leider. Wenn ich jetzt Land gezogen hätte, dann. Aber ich glaube, so jetzt keine Chance mehr mit zwei Ländern. Der Start war gut. Hast du jetzt auch noch etwas auf der Hand, oder wie? Oh, kein Land. Nein. Oh. Das ist ärgerlich. Man, wir opfern. Feine Kreatur, ja klar. Sind das Artefakte? Mal schauen. Nee, Ziege. Gibt's doch nicht, dass ich kein Land bekomme jetzt. Jetzt greifen die Ziegen auch an. So weit hinten, ne? Gibt's doch nicht. 58 Karten und zwei Länder habe ich noch. Das heißt, wie viel habe ich schon gezogen? Hier sind zwei. Ich will mich gerade beschweren, dass ich keine Länder ziehe. Kein Ding. Zwei Länder. Kann gerade das Artefaktendeck halten, ne? Was auch auf viel Mana angewiesen ist. Kann natürlich siegen. Jetzt kommt irgendwie seine Taktik langsam zu tragen. Er kann halt auch immer Karten ziehen. Ne? So. Jetzt bringt mir halt ein Land, bringt mir jetzt auch wunderbar viel. Wunderbar. Hm.
Kristallinen Riese. Und keine Angriffe. Eine Ziege habe ich ja noch zum Blocken. Wenn der Schlamm stärker wird. Wow. Wie viel hat sie denn? Warte mal. Wobei X gleich die höchste Stärke unter den Kreaturenkarten am Friedhof ist. Oh, auch cool. 11 jetzt. Nice. Sehr gut. 11, 11. Was ist da hier? Was geht da denn ab jetzt? Ja. Ist schon so ein bisschen verloren, ne? Ja, aber gut, da konnte ich jetzt nichts machen mit zwei Ländern. Ist klar. Jetzt kommen meine Ländchen. Jetzt kommen meine Länder. Aber jetzt muss ich auch gleich wieder was opfern. Aber der hat nur 5 als Widerstandskraft. Das passt dann schon. Kann ich ja ganz gut blocken. Was hat er? Bedrohlichkeit und Erstschlag. Passt. Kein Angriff. Er zieht halt auch dieser blöde Troll hier. Oh nein, jetzt kommt auch noch Hensch. Leider bringe ich jetzt Ugi nicht schnell genug raus. Na, jetzt ist es vorbei. Da hat er so viele Kreaturen hier. Okay, Leute, mit Ugi kriege ich jetzt nicht raus. Gut gespielt. Probieren wir noch eins. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd mit den wenigen Ländern. Ich habe es versucht, ihr habt es gesehen. Aber das lag jetzt nicht am Deck. Okay, das lag jetzt nicht am Deck. Kann man nicht sagen. Jetzt schauen wir mal noch eins. Schaue ich nochmal, wie viele Länder habe ich da drin? War es beim letzten Mal was? Oh, hatte ich auch nicht so viele Länder, hatte ich das Gefühl. Gucken wir mal das Deck an. 70 Karten. Ich müsste es vielleicht wirklich auf 60 minimieren. Länder sind 25, ist schon wenig, ne? Nimm mal ein paar Länder mit rein. Da habe ich 4 von denen. Da habe ich keine mehr, habe ich mehr Tierschutzgebiet. Kommt das getappt ins Spiel? Nein. Ah, habe ich keins mehr. Habe ich keins mehr? Habe ich keins mehr? Okay, dann muss ich ein paar Ebenen nehmen. 2 Ebenen? Okay, ist das in Ordnung? Wir nehmen noch ein paar Karten raus, die jetzt nicht gebracht haben. Den finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Den habe ich auch mal ausprobiert, weil er hat Eile, ne? Und ja, der ist schon nicht gut. Ah, Trottenrüstung einmal raus. Den finde ich gut wegen Kartendraw. Lyra, auch nicht schlecht. Aber ich habe doch hier noch 4 Länder. Lebkuchen raus. Ah, das finde ich auch gut, die Krypta. Passt. Aber nehme ich ein Konstrukt raus. Okay, passt. Gut. Jetzt habe ich ein Land mehr, aber ich habe diese Doppelländer. Probieren wir es nochmal. Okay, mal sehen. 1:1 steht's. Ein letztes Spielchen ist noch drin. Schauen wir mal, ob es ein bisschen länger geht jetzt. Da hätten wir jetzt gut mithalten können mit dem Deck, wenn wir Mana gezogen hätten. Denke ich doch. Schon ein bisschen was reißen können, aber es ist ja eskaliert dann. Okay, Tierschutzgebiet. Passt doch. Passt doch. 3 Mana. Wunderbar. 3 Mana ist eigentlich ideal zu einer Starter, würde ich sagen. Was halt nicht so ideal, nicht so ganz nice ist, dass ich halt keine Ebene habe, aber die brauche ich ja. Da brauche ich ja wirklich nur eine. Irgendwann. Ich habe jetzt nicht meine Ebenenkarte. Passt alles. Wieder rot. Rot-weiß. 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 Also diese Schlange spiele ich eigentlich immer mit 2, muss man sagen. Bei 3 habe ich dann schon andere Kreaturen, die ich spielen möchte. Außer ich ziehe sie natürlich später, aber am Anfang eigentlich immer mit 2. So, was bringst du? Das Buch. Ja, coole Karte habe ich auch. Das Büchlein. Was brauchst du denn? Hellsicht wahrscheinlich jetzt. Gut, jetzt könnte ich, das ist ja ein Office. Da kann ich auch immer jetzt eine Marke drauflegen.
Muss ich allerdings zwei Mana zahlen und das Land tappen. Also komplett alles. So, wir starten ja schon ganz cool. Würde ich sagen. Das Monument ist auch in Reichweite. Mit noch einem Mana, das wir nachziehen müssen. Oh, jetzt hier eine Karte. Er braucht irgendwas. Das Monument ist am Start. Leute, es läuft. Legen wir dich mal hier drauf, weil vielleicht kriegt der Riese ja auch Lebensverknüpfung. Ne, das ist Bedrohlichkeit, ne? Ja, Bedrohlichkeit, okay. So, haut schon wieder rein jetzt. Ich weiß nicht, mein Gegner. Hat ein bisschen Mangel, Landmangel, oder? Na, jetzt hat er vier, okay. Das kann man, vier kann man ja wirklich nicht als Landmangel bezeichnen. So, wer wird eingekerkert? Meine Schlange. Ich der Riese? Interessant. Ich hätte wahrscheinlich den Riesen eingekerkert. Vielleicht dachte er, dass mein Schattenspeer verloren geht. Ach, Monument. Das ist ja schon so krass. Was bekommt der? Flugfähigkeit. Wunderbar, 5 Schadenspunkte. Kann ich leider nicht mehr meinen Speer drauf werfen, aber passt schon. Jetzt ist natürlich der Lebkuchen auch geil. Ich meine, er kommt jetzt schon super in Bedrängnis, ne? Mit, wie viel hat er jetzt? 7 noch? Mit 7 Lebenspunkten. Okay, läuft. Jetzt muss aber noch was kommen hier. Von Weißmarak. Weißmarak. Karten hast du genug auf der Hand? Massenremove vielleicht? Massenremove. Aber dann bekomme ich meinen Ofis wieder. Meine Schlange. Ja, Massenremove. Alles klar. Oh, die Hand sieht ja auch mal fein aus. Ich frage mich nur, warum ist der jetzt nicht zerstört worden? Ich weiß es auch nicht. Er weiß es auch nicht. Warum? Ja. Ach, er ist ein Riese. Er ist ein Riese. Geil. Hä, warum ist der nicht tot? Keine Ahnung. Fragst du mich? Schau dir die Karte an. Er ist ein Riese. Er ist ein Riese. Er ist ein Riese. Kristalliner Riese. Okay. War doch sehr erfolgreich. Cool. Ja, wie gesagt, das Deck funktioniert ganz gut, wenn man die Länder zieht. Aber das ist ja überall so, wenn man Länder zieht. So, ein paar XPs noch abgezockt, noch abgegriffen hier. Wie gesagt, nächstes Mal möchte ich gerne ein Brawl Deck vorstellen. Wenn ihr wollt, entweder das Menschen Brawl Deck oder ich bastel noch einen Krieger Brawl Deck. Würde mich auch interessieren. Und ja, ein Draft ist auch wieder fällig. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, noch ein Draft-Token. Da werde ich auf jeden Fall nochmal eine Draft-Folge aufzeichnen. Für euch und für mich. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.